Wir machen jetzt diese schöne Schlafsack-Quest. Das Ding habe ich bisher noch nie als Ali gemacht. Nur als Hordler. Aber ich weiß, gestartet als Ali, glaube ich, hier, ne? Geil. Und dann müssen wir, glaube ich, von da nach Brachland gehen. Und von da dann wieder zurückgehen. Aber theoretisch sollte die sich lohnen. Rein theoretisch, weil wir sind 21. Und das Ding gibt eine Menge XP. Das hat er mit einer Rune des Engraver. So, hier müsste das starten, das Ding. So. Von da müssen wir dann schön nach. Das Gute ist, wir haben den Booty Bay. Flugpunkt. Und jetzt müssen wir hier hin. Also können wir mal nach Booty Bay laufen. Aber ich glaube, auf 20 gibt das richtig viel XP. Und wir haben die Bonbons mit dabei, ne? Darf man nicht vergessen. Die Bonbons. So, einmal rüber. Okay, vom Booty Bay müssen wir jetzt nämlich über Schiff nach Brachland. Dann können wir direkt die Ratchet-Flugroute mitnehmen, theoretisch. Und wir können Ratchet die Rune kaufen. Was haben wir da denn? Die braucht ja kein Dings mehr, ne? Ich weiß gar nicht, welches ist, aber. Irgendeine können wir auch noch da mitnehmen. Ich habe überlegt, ob ich heute Döner esse. Auf einer Parkbank. Mit einem Ayran. Mit zwei Ayran. Einen normalen Ayran und dann einen Mango-Ayran. Muss man nicht überlegen, Döner kostet 20 Euro jetzt. Muss man schon ein bisschen überlegen. Und das Ding ist, auf einer Parkbank einen Döner essen. Ja. Mit Mango-Ayran. Einen daneben stellen, einen normalen Ayran während dem Döner essen, Mango-Ayran zum Nachtisch. Das ist ein anderes Feeling. Ja, einen Döner vor Ort essen, beim Dönerladen oder Döner zu Hause essen. Auf einer Parkbank, ja, vor allem wenn die Parkbank so ein bisschen abgeranzt ist. Ja, neben dir einen Mülleimer, der so ein bisschen rüberzieht. Ja, 2 Meter weiter kifft irgendjemand. Das ist ein anderes Feeling. Ja, der Döner schmeckt da irgendwie nochmal ein bisschen besser. Ich glaube, das gönne ich mir heute. Vielleicht sogar ein Dürüm. Vielleicht sogar ein Dürüm oder vielleicht sogar ein Chicken-Döner. Hähnchendöner. Boah, vielleicht sogar. Naja, Dönerbox, glaube ich nicht. Also ein Dürüm kann ich mir heute gönnen. Oder ich mache einen gemixten. Wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Ich war mal bei meinem Dönerladen. Und der hat einen Chicken-Döner, der normalen Döner. Falafel bin ich nur ein Freund von nicht beim Dönerladen. Also wenn du Falafel isst, darfst du nicht beim Dönerladen essen. Du musst auf jeden Fall zum richtigen Falafelladen gehen. Ja, der ist natürlich auf Falafel spezialisiert. Meistens hat er Falafel und Shawarma. Beides dabei. Also Falafel-Shawarma-Laden, da kriegst du guten Falafel, beim Dönerladen nicht so. Meine Erfahrung bisher. Auf jeden Fall, war mal beim Dönerladen. Der hat Chicken-Döner, normalen Döner. Und ich habe mir einen Dürüm bestellt. Und da habe ich gedacht, okay, ein Dürüm ist ja normalerweise mit normalem Fleisch. Also Kalb-Rind-Mischung. Und da habe ich den gefragt, ob er mir den mischen kann. Mit normalem Dönerfleisch und Chicken Döner. Und das hat er gemacht. Und da hatte ich einen gemischten Chicken Lamm Dürüm Döner. Der hat richtig geballert. Also der war nice, Leute. Vielleicht mache ich das heute mal wieder. Mal gucken. So, hier sind wir. Okay, wir gehen erstmal in das Gasthaus rein. Weil wir wollen die Rune kaufen. Die wurde ja entfernt. Ja, man musste ja vorher diese Fischl abgeben und Dark Ordinance Dinger und was weiß ich. Das muss man nicht mehr. Ich weiß aber nicht genau, welche Rune der gibt, der Lümmel. Weil ich kann sie auf der Map sehen, leider. Bisschen buggy. So, einmal hier durch. Was habt ihr? Überleben. Oh, das ist hier. Das ist mein Last Stand, ne? Ist das Last Stand? Da braucht ja niemand. Warum wurde das entfernt, damit die Leute einfacher die Runen bekommen können? Leute haben sich beschwert, dass es zu lange dauert mit den Runen, die zu sammeln. Und deswegen machen sie alte Runen immer einfacher. Es wird jetzt, ich denke, irgendwann wird es einen Vendor geben, wo du alle Runen kaufen kannst. Right. Und jetzt kommt das Geraffel, wir müssen bis hier runter. Junge, Junge. Warte mal. Der ist ganz gut. Warum kann ich die nicht kaufen? Und jetzt ist er weg. Ah, nee, da ist er. Sehr schön.
einen neuen Hammer mitgenommen. Wunderschön. Na gut, dann mal runter mit dem Ding. Warte mal, wenn wir jetzt schon hier unten sind, können wir da nicht theoretisch sofort diese Rune mitnehmen? Oder müssen wir dann ein höheres Level haben? Weil ich weiß, in 1000 Nadeln gibt es eine. Ziemlich sicher. Okay, für Berserker brauchen wir 28 leider. So, hier müssen wir hin. Ich weiß gar nicht mehr, was das für XP gab. Aber ich glaube, einmal abgeben waren irgendwie 6000 oder so, ne? Also richtig viel. Mal gucken. So. Das hier. 6000, krass. Es sind 6000. Trittsteine war dann hier. Und jetzt müssen wir nach links rüber unten Level ab. Und hier ist halt die Frage jetzt. Ich würde, glaube ich, einmal kurz nach Moonglade gehen, um einer umspecken für die Swiftness. Und dann gehen wir von da nämlich mit der Flugrude nach Ashenvale, laufen dann von da runter. Ich denke, das ist die beste Idee. Ja, das ist die Problematik. Moonglade umspecken geht nicht. Wir können nur lernen hier. Schreddern, sehr nice. Schredder, 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 Schredder. Da werde ich lange benutzen, das Ding. So, kaufen wir den Müll. Tschüss, 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 tschüss. 2,99 für so einen Trank. $2,99 für einen Trank. Oh, die Leute nehmen den für die Marauder-Farm, richtig? Wait a minute. Kann ich den nicht auf einem anderen Schlag herstellen? Hm? Voll teuer. Na gut, geh mal rüber. So. Wo ist der Lümmel? Druidenlehrer, da ist er. Also, wir nehmen mit. 30% Movement Speed wollen wir haben. So, erstmal den hier. Stealth nehme ich mit. Und die Laufgeschwindigkeit. Wunderschön. Lernen kann man nichts mehr. Kann ich noch was lernen? Warte mal. Ich habe noch einen Punkt, ne? Was haben wir noch mit? Ja, Crit mit. Okay, dann geht's jetzt nämlich nach... Oh, wie schnell wir jetzt sind, ne? Holy. Na, das Ding ist, BFD-Buff bringt mir nicht mehr so viel. Weil ich bin jetzt dadurch schneller. Und der Stack ladet nicht mit hoch. Ne? Aber wir müssen jetzt einmal ins Steinkrallengebirge. Dahin gehen. Alles klar, ich würde sagen, durch den Bad durch, ne? Einmal hier. Boop. Dann wird das hier mit. Und dann die Flugroute hier. Und dann gehen wir von da Ruhesteinsturm mit und dann nach Lochmudan. Steinkralle. Und da müssen wir hoch dann. Endlich mal wieder. Besorgt die Minimap-Button. Lange nicht mehr gehabt, Leute. Lange nicht mehr. Kommt mit auf die Liste. Und das ist Nummer 16 gewesen. Ja, es werden langsam wieder mehr. In den letzten Tagen immer mal wieder gehabt. Und das war Nummer 16. So, hier sind wir. Also eine Liste für Leute, die mir sagen, hol dir das und das. Also, da haben wir die Quest. Das sind nochmal 6000. Und dann da oben nochmal den Kram. So. Das ist nämlich der Brief hier ist. Und dann müssen wir hier vorne gleich weiter zu der Schaufel. Sehr schön. Dann gehen wir hier rüber. Hm.
wir das. Das geben wir 600 leider. Ne? Okay, jetzt können wir theoretisch... Nee, wir wollten die Route holen. Und danach gehen wir... Ich glaube, Loch Modan war das nächste, ne? Jo. Als nächstes Loch Modan dann. Aber erstmal holen wir die Flugroute. Hier sind wir. Dann bringen wir den mal kurz weg hier. Und dann machen wir von hier aus nämlich jetzt Ruhestein nach Stormwind. Und dann können wir Stormwind nämlich den Bahn nehmen, nach Eisenschmiede und von Eisenschmiede Loch Modan gehen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, ne? Okay, dann sind wir schon mal in Eisenschmiede. Und von hier können wir rausgehen und dann noch Loch Modan. Einmal komplett hier durch. Und darüber. Und dann dahin. Na gut, dann mal go. Lukudo eingesteckt, wunderschön. Und dann muss ich mal gucken, ob wir hier direkt mal Kirschen Reiber das skillen können. Ich weiß nämlich nicht, was für ein Level die Mobs hier sind. Ne? Warum jetzt Allianz? Ist oben angepinnt. Im Chat. Müsste bei dir aufpoppen. Ne, Level 10. Die sind leider zu gering. Ne? Dann machen wir Sumpfland. So, da wären wir. Finally hier. Hat der Typ noch den guten Streitkolben dabei? Wartet mal. Ich bin ganz Ohr. Oh, meiner ist besser, ne? So, das kommt einmal weg. Dann darüber. Dann haben wir nochmal schöne 6000 XP. Da wollen wir hin. Dong. Und nun müssen wir abgeben gehen. Und das ist hier. Also, einmal runter. Und dann laufen wir komplett hier hoch. Einmal hier durch, nehmen die Flugroute mit. Und geben das Ding ab. Und dann sind wir durch. Nächste Flugroute. Und jetzt gehen wir dahin und sind dann hoffentlich fertig. Ja. Mal gucken. So, und jetzt kommt noch mal ein bisschen Geraffel hier. Wir müssen jetzt nämlich einmal hier komplett hochjumpen. Gehen wir mal durch. Oh, wir können direkt noch hier die Flugroute mitnehmen. Wir sind eh schon hier. Und dann bekommen wir den Schlafsack und nochmal ein paar Bonbons. So, hier geht's vorbei. Hallo Graubär. Spinne habe ich auch noch gepult, ne? So, und hier müsste ein Wagen irgendwo stehen, oder? Da. Und da müssen wir hoch. Oh nein. Jump-Events sind nicht so mein Ding. No. Oh, das liegt an der Katze. Okay. Wait, wie bin ich da letztes Mal hochgegangen? Ich sperre mal Leertaste. Bis es klappt. Easy. Jetzt müssen wir hier noch hoch. Einfach reindrücken, wunderbar. Da drauf. Und dann sind wir hier. Sehr schön. So, und jetzt bekommen wir nämlich das Ding hier. Und dann den Schlafsack. Und dann haben wir es. Und noch ein Level-Up bekommen. Sehr, sehr geil. Und mit dem Lümmel können wir jetzt nämlich unsere XP stapeln. Nein, können wir hinlegen und dann haben wir 3% XP.